Wir sind in Notzingen auf der Landstraße in Richtung Hochdorf am Ortsausgang und wir sind alarmiert worden zu einem Brand 3 außerhalb, war das Stichwort, das heißt Feuer außerhalb des bebauten Bereiches. Und die Meldung war, dass ein LKW mit einer Arbeitsbühne im Vollbrand steht, der gegen einen Pfosten gefahren sein sollte. Vor Ort hat sich es anders herausgestellt, es hat lediglich die Hubarbeitsbühne gebrannt, die in der Nähe der Stromleitungen noch war. Ein Arbeiter war sehr schwer oder ist sehr schwer verletzt und Gefahrenpotenzial gab es noch durch eine Gasflasche, die in dem Hubarbeitskorb war. Es hat dann kurz gedauert, bis die Leitung definitiv stromlos war, bis die Löschmaßnahmen begonnen werden konnten. Wir haben dann mit zwei Löschrohren sehr schnell das Feuer löschen können, die Gasflasche gekühlt, bis dann im weiteren Verlauf die Gefahr so weit gebannt war, dass der Hubarbeitskorb zum Boden gelassen werden konnte. Ja, da wo Strom und Wasser zusammenkommt, da wird es immer gefährlich, weil eben Wasser, wie bekannt, den Strom sehr gut leitet. Das heißt, hier sind Sicherheitsabstände definiert, die wir einhalten müssen. Und aufgrund dessen mussten wir hier warten mit den direkten Löschmaßnahmen, bis der Strom abgeschaltet war und konnten eben nur im indirekten Bereich, das heißt die Grünflächen unten drunter und angrenzende Bereiche, die schon angefangen hatten zu brennen, ablöschen und mussten das eben abschirmen vor dem Feuer. Die Person hat sich selbstständig gerettet auf dem Boden. Die war also schon auf dem Boden und war ansprechbar und wurde in den ersten Einsatzminuten durch die Feuerwehrkräfte betreut. Die einzige Schwierigkeit war das Warten, bis der Strom weg war. Das dauert halt ein paar Minuten, ist aber absolut üblich, hat jetzt auch gut funktioniert im Zusammenspiel mit dem Energieversorger. Von dem her, nachdem die Lage weniger dramatisch war als im Notruf geschildert, konnten wir das hier sehr gut in Zusammenarbeit Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr Notzingen mit der Feuerwehr Kirchheim abarbeiten. Wir waren in Summe hier mit 59 Kräften vor Ort. Das heißt, die Feuerwehr Notzingen war mit 4 Fahrzeugen und 20 Kräften da. Die Feuerwehr Kirchheim hat uns unterstützt. Das ist so festgelegt für dieses Alarmstichwort mit wasserführenden Fahrzeugen, mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften. Der Rettungsdienst war hier mit 4 Fahrzeugen, einem Hubschrauber und 12 Einsatzkräften und die Polizei mit mehreren Streifenwagen und 9 Einsatzwehren. Hier kam es zu einem Arbeitsunfall, infolgedessen ein Arbeiter schwere Verletzungen erlitt. Ja, zum Abtransport in eine geeignete Klinik wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Ja, so wie es aktuell aussieht, hat sich der Patient dabei schwere Verletzungen, teils lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.